So, machen wir es mal mit der Uhr gerade an. Dauert bloß wieder ein bisschen. Und teleportieren uns zurück zum Dekobaum. Nächster Ladebildschirm. La 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 la. Bodenloses Moor. Den weiß ich auch immer noch nicht, wie ich den lösen soll. Was? Schon alle Prüfungen geschafft? Oh, nicht übel, gar nicht übel. Hey, was schaust du so? Willst du eine Belohnung, weil du die Prüfung bestanden hast? Dann werde ich über meinen Schatz überlassen müssen. Maxi Edeltrüffel mal 3. Versuch mal etwas mit einem Maxi Edeltrüffel zu kochen. Was Gesünderes gibt es nicht. Du spürst direkt, dass du viel mehr Energie als sonst hast. Das ist kein Scherz. Probier es selbst aus, wenn du mir es nicht glaubst. Keine Ahnung, wo genau diese Rumi leben, aber sie sind sehr flink und leuchten angeblich ganz wunderbar. Ich würde sie gerne mal einen davon sehen. Du musst mir noch nicht mal einen bringen. Ein Bild oder so würde schon genügen. Das letzte Bild habe ich, glaube ich, gelöscht von den Rumis. Das war dumm. Wir gehen mal nochmal rein. Vielleicht fällt mir jetzt was Neues auf. Was war einfach das letzte Mal abhanden kam. So. Ich stehe in Sternen. Sieh zu den Sternen. Die Zahl der Sterne ist der Schlüssel zu deinem Schicksal. Normalerweise sind Sterne immer über einem. Aber ich denke schon, das hat etwas damit dahin zu tun. Blöde ist, das bringt mir nichts. Jedenfalls nichts, wo ich jetzt sagen würde, ich hab's. So, also. Auf alle Fälle sind sie schon mal gedreht, damit man sich sofort erkennt. Warte mal. Warte mal, was? Sie sind gedreht, damit man sich sofort erkennt. Einige von ihnen sind sogar gespiegelt. Das Ding da ist einmal vorhanden. Das ist es. Das ist es. Du bist einmal vorhanden. So, das Gebilde ist zweimal vorhanden. Eins. Welches ist das? Einmal. Gibt's auch nur einmal. So, eins, zwei, drei, vier, fünf.
Nein? Da können wir liegen, dass das da zweimal vorhanden ist. Doch, dreimal? Jetzt. Ach stimmt, da unten ist auch noch und... Ah, die habe ich übersehen. Ich habe gedacht, die werden verbunden. Aber die sind gar nicht verbunden, das sind genau dieselben. Dreimal. Okay. Kisten? Gibt es sowas wie Kisten zur Belohnung? Sehr schön. Zweimal. Viermal. Eins, zwei, zwei, vier. Ich hoffe mal, die geht nicht wieder zu, weil sonst komme ich nicht ran. Zwei. Zwei. Vier. Für eine Kiste. Königsverhänder, Weitwurf. Oh. Ganz ehrlich, da hätte ich jetzt schon zwei Kisten erwartet bei dem Rätsel. Entschuldigung. Okay. So, damit haben wir diesen Schrein auch endlich gelöst. Es war so ein einfaches Rätsel, dass man weiß, was man überhaupt tun muss. Man musste die Symbole zählen, nicht die Sterne. Man musste die Symbole zählen. Also die Sternbilder im Prinzip. So, ich werde jetzt aber wahrscheinlich mal eine kurze Pause einlegen. Weil, wie gesagt, ich habe es am Anfang der Aufnahmephase gesagt. Also vor 6 oder 7 Folgen. Ich habe Wäsche in der Maschine. Oh, die werde ich jetzt gerade mal rausholen. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. So, da bin ich wieder. Wäsche ist aufgehangen. Wir können weitermachen. So, wir waren jetzt hier also fertig. Wir haben 4 Schreine diesen Waldes gelöst. Das ist schon mal eine Leistung. Rauru-Hügelkette. Das war der Turm? Das war der Turm. Teleportieren wir uns zu dem Turm. So, wisch, was gegessen habe ich auch. Ich nehme jetzt noch 2 Stunden auf, dann mache ich auch Schluss für heute. Dann geht es mal wieder ans Renten und Rendern, beziehungsweise erstmal ans Schneiden. Rennen geht er wieder über Nacht. Wie immer. Es ist immer so furchtbar knapp. So, was hat man denn jetzt hier eigentlich noch? Da drüben, das sieht aus wie ein... Ist das ein Schrein? Nee, das ist ein Stall. Ich könnte auch mal im Stall nachfragen, ob da nochmal der Künstler ist. Was haben wir hier unten eigentlich alles? What's this?
bin auch Flash-Exe eingestellt. Ernsthaft? Sehr gut. Hyrule Manöverplatz. Einfach nur Leuchtstein und ein Bockblinhauer. Das ist der Hyrule Manöverplatz. Mal gewesen wahrscheinlich. Natürlich gibt's hier Stahlbockblins. Was sollte es sonst hier geben? Ich wollte so Rauru Hügelkette. Warum ändere ich diesen Plan und sage, ich könnte ja mal gerade da unten nachfragen gehen? Das ist doch Quatsch. Huch! Hier ist ein Exalfos. Und irgendwas schläft hier. Warum nehme ich den Felsspalter? Der geht mir doch nur kaputt. Huch! Wann bist du denn aufgewacht? Wow. Ragdoll Physics, please. Das ist kein Morast, okay. Ich sehe gerade... Ah! Ich habe hier gerade einen Brock gesehen, oder nicht? Warum benutze ich dich für diese Mini-Gegner? Hatte ich hier nicht gerade einen Krog rumlaufen sehen? Wow. Jetzt spielen mir meine Gedanken schon einen Streich. Ach, bitte. Erbt. So, jetzt bin ich auf der Rauru-Hügelkette. Oh, wie es aussieht, bringt mir das nichts. Es sei denn, hier oben ist noch irgendwas. Und hier ist nichts. Nichts! Warum? Oh! Ich
Ja. Gut, dass wir hergekommen sind. Gehen wir jetzt also doch mal zum Stall und fragen mal nach, ob da der Maler noch da ist, der uns sagen kann, wo wir noch was finden. Okay, geht eigentlich da drauf, wenn wir das schon gefunden haben, was er uns gesagt hat? Was haben wir hier so friedliche Musik plötzlich? Huch. Wow, jetzt setzt die Musik ein, wo wir schon fast fertig sind. La 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 la. So, Soldatenlanze. Meisteraxt haben wir auch noch nicht fotografiert. Und da ist das Album wieder voll. So, wo ist denn der Maler? Ich schätze, wenn er weg ist, dass wir dann wahrscheinlich seinen Punkt gefunden haben, ne? Gehe ich mal von aus. Wobei es könnte sein, dass er einfach noch schläft. Es ist noch vor 6. Moment. Terry Penn zum Beispiel noch. Oh, weia, was mache ich nur? Was ist los? Für ein gutes Leben braucht man Geld und Ruhm und beides fehlt beim Schloss Hyrule. Ich meine, da muss doch was zu holen sein. Da hatten die ganzen Könige und Ritter doch ihre Waffen und Schätze. Aber Monster sind da dummerweise auch nicht so knapp unterwegs. Mach's einfach. Genau. Wo ich diese Informationen habe, muss ich auch was damit machen. Pass auf. Im Norden von Schloss Hyrule ist eine Anlegestelle. Von da an kommt man ins Schloss. Außerdem ist da wohl auch noch ein antiker Schrein. Das riecht doch heidnischer Schätzen. Aber dann wieder, wie man so hört, ist von Schloss Hyrule wohl noch niemals jemand zurückgekommen. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Im Norden vom Schloss ist eine Anlegestelle? Stimmt, da scheint was zu sein. Oh. Überhaupt haben wir hier relativ wenig freigelegt. Ne, würde ich mal vermuten, da er nicht mehr da ist, dass wir hier sein Rätsel gelöst haben. Dass wir seinen Hinweis bekommen haben. Terry, guten Morgen. Oh, es ist meine außerordentliche Ehre. Was hätten Sie denn gern? Oh, möchte was verkaufen? Ich möchte was kaufen von dir. Und zwar Holzpfeile. Alle. Wow. Yay. Maxi-Echse Schleichwürmchen. Schleichwürmchen, doch, das steht da. Frostlibelle. Nee, erstmal nicht.
Ich hatte zwar Diamanten dabei, aber die möchte ich erstmal nicht verkaufen. Ich habe übrigens auch schon wieder lange nicht so in mein Kochbuch eingetragen. Aber hier brauche ich auch schon wieder Goronengewürz, was ich auch noch nicht gefunden habe bisher. Willkommen in unserem Stall. Ich möchte ein Pferd mitnehmen. Oh? Oh. Gib mir mein Pferd. Oh. Ja, richtige Richtung. Hey Bruder, das ist nicht der Weg. Wow, was tust du? Alle anderen Pferde finden ihren Weg automatisch. Und er rennt erstmal in den Wald. Oh, Moment. Stopp.